Moin und herzlich willkommen hier aus Ostfriesland zu diesem neuen Motovlog hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir auf jeden Fall. Wir haben sonniges Wetter. Es sind, ich guck mal kurz nach, wie viel Grad wir aktuell haben, 28 Grad. Und ja, muckelig, schön sonnig, passend zum Wochenende, einfach geil. Und da werden wir uns nachher auch nochmal ausführlich aufs Bike schwingen. Aber dann halt ohne Integralhelm, sondern mit Jethelm, und dann kann ich euch leider nicht mitnehmen. Ja, da der Ton dann halt katastrophal ist. Ich könnte die Kamera wieder am Bike befestigen, aber das haben wir alles ausprobiert und das ist einfach nicht so, dass das schockt. Ja, was gibt's Neues zu berichten? Ja, Urlaub steht bevor. Eine Woche müssen wir noch arbeiten, dann haben wir 3 Wochen Ruhe vom Betrieb, von der Fabrik. Fußball ist im vollen Gange, Vorbereitungen laufen auf die neue Saison. Spieler sind gekommen. Politisch haben wir in den Sommerferien Pause. Und da jetzt in Niedersachsen die Sommerschulferien sind, haben wir zum Glück diesbezüglich Ruhe. Ne? Das ist schon echt nice. Das ist schon echt cool. Guck, hier ist eine Umleitung. Die haben, glaube ich, Trägertreffen, wenn es deswegen ist. Wir haben heute Morgen noch auf dem Bau ein bisschen was geworkt. Wir haben Gerüstbohlen zusammengeschraubt, haben ein bisschen Schutt in den Container geworfen. Aber dann gegen 11 Uhr, bei 26, 27 Grad, konnte es halt nicht mehr. Hab geölt wie Sau. Und dann haben wir auch gesagt, Junge, geh nach Hause. Haben mich schön gebadet, schön kalt. Haben ein schönes Getränk getrunken. Und dann sind wir aufs Bike geschwungen. Und jetzt sind wir hier und fahren Motorrad. Ja, Trägertreffen ist dieses Wochenende bei uns in der Region. Wird sicherlich wieder ein tolles Spektakel. Dann ist Schützenfest auch in der Region, kann man sagen. Muss man 50 Minuten hinfahren, ist aber so das ein riesen, mega geiles Schützenfest hier. In Esens ist das. Und ja, sonst ist eigentlich nicht viel. Wir werden sicherlich morgen noch in zum Treckertreffen gehen. Da mal drüber schlendern und sich schön Oldtimer anschauen. Dann sicherlich noch was speisen und dann die Kinder auch wieder ein bisschen zufrieden, aber was gemacht hat. Vielleicht gehen wir noch kurz an den Strand hier in Norddeich. Wäre natürlich auch eine coole Idee jetzt für die Lütten. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, uns eine Strandmuschel zu bestellen. Irgendwie vergisst man das immer. Und dann, wenn man sie braucht am Wochenende, dann ist es zu spät. Vielleicht sollte man sie dann trotzdem bestellen, damit man sie fürs nächste Mal hat. Immer ganz wichtig natürlich, Eincremen nicht vergessen. Ich hatte vor ein paar Wochen den mega Sonnenbrand vom Bau, weil diese Kalksandsteine, Ytongsteine ja auch mega reflektieren und ich war so rot am nächsten Tag und es hat so mega gebrannt. Aber ja, was willst du machen, ne? Das vergisst du nun mal ganz schnell. Ja, ansonsten gibt es so gesehen erstmal nicht unbedingt so viel Neues zu berichten. Wir freuen uns auf den Urlaub. Wird auch Zeit, es wird ja doch eigentlich irgendwann ein bisschen sehr viel mit Politik, Ehrenamt, Arbeit und nebenbei noch Familie. Und da bin ich schon ganz froh, dass meine Frau das alles so mitmacht. Aber ja, müssen wir mal schauen, wie es dann in Zukunft ist. Nächstes Jahr stehe ich dann wieder zur Wahl als erster Vorsitzender. Vielleicht findet sich bis dahin ja noch ein geeigneter Kandidat, der mich dann ablösen will und dann hätte man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Freizeit. Ist natürlich jetzt enorm viel. Wir sind ja nebenbei auch noch selbstständig und ja, muss ja mal gucken, wie es mit der Zeit hinkommt. Manchmal bin ich abends erst um 1 im Bett, weil ich die ganzen Sachen noch erledigen muss. Und ob das dann alles so optimal für den Körper, für den Geist ist, wage ich zu bezweifeln. Sagen wir es mal so. Aber ja, bin halt so ein Typ, der mag gerne was um Ohren haben. Und ich kann das tatsächlich auch merken, dass wenn ich viel um Ohren habe, dass ich dann weniger Migräne habe, weil ich dann permanent irgendwie geistlich auf High Devil laufe. Und ich hatte es damals auch, bevor ich diese prophylaktischen Tabletten genommen habe, hatte ich es halt immer meist auch samstags, so wenn der Körper dann ein bisschen runtergefahren ist. Und ja, das hat sich eigentlich ein bisschen gelegt. Ist noch nicht ganz weg. Ich muss mal gucken, aber nicht demnächst mal eine andere Alternative mal ins Auge fasst. Vielleicht Spritzen oder so. Gibt es ja auch irgendwie so prophylaktische Spritzen, die du einmal im Monat nehmen musst. Ist sicherlich
gesünder, als wenn du jeden Tag 100 Milligramm Amitriptylin reinschmeißt. Aber es bringt was. So, und das ist ja die Hauptsache, ne? Aber ob das auf Dauer so gut ist für den Körper, wage ich zu bezweifeln, diese ganzen Chemikalien. Jo, nächste Woche müssen wir zu Börjes. Dann kriegt mein Bike einen neuen Blinker hinten. Der war ja in der Inspektion aufgefallen, dass der nicht mehr lief. Ich hatte wohl eine Fehlermeldung, aber aus der Fehlermeldung wurdest du halt auch nicht schlau. Und jetzt haben die halt festgestellt, dass der Blinker hinten rechts defekt ist. Gut. Hätte man vielleicht auch selber irgendwie rausfinden können, aber ist ja alles auf Garantie und von daher alles halt so schlimm. Da könnt ihr ja auch nichts für. Ist wahrscheinlich Wasser eingedrungen, was eigentlich nicht sein darf. Aber so Produkte können ja auch mal fehlerhaft sein, ne? Von daher. Aber gut. Sind immer noch mega zufrieden mit dem Bike. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich habe jetzt aber im Internet gesehen, dass wenn man dieses Stage 1 Mapping macht, ich habe bei Don Performance mal gefragt, wie das da so ist. Das macht Börjes allerdings auch. Würde es dann sicherlich eher da machen. Aber das kann man natürlich auch bei Don machen. Und da wird die Obergrenze, also der Highspeed, man hat ja jetzt so eine Drosselung drin, dass bei 220 km/h das Bike einfach langsamer wird und drucken geht es dann. Und das ist dann die Begrenzung. Und ich habe Videos gesehen, da lief die auf dem Teststand, muss man dazu sagen, ne? Auf dem Teststand lief die 270, 280, 290, also lief so hoch. Das wäre dann natürlich mal so ein geiles Video auch, wo man diese Sport Size mappt und danach echt mal auf den Prüfstand guckt und wo geht die Maschine wirklich hin. Ne? Das wird sicherlich nicht nur mich interessieren, sondern euch auch. Und daher nehmen wir das in Angriff. Ich weiß noch nicht wann, wir müssen Geld sparen. Und dann irgendwann werden wir es machen und euch den Content liefern. Deswegen seid nicht böse, wenn es ein paar Monate noch dauert. Geld wechseln mal nicht auf den Bäumen. Und ja, muss ja auch alles bezahlbar sein. Es ist einfach mega geiles Wetter. Es ist schon richtig, richtig nice. Viele chillen, viele grillen. Oh, das wäre auch noch eine Idee von uns. Für uns heute Abend. Chillen und grillen. Klingt nach dem Plan. Wir müssen erstmal um 16 Uhr zum Sportplatz und dann gehen wir nach Hause. Und dann kann ich die Grillfleisch mitbringen und dann wird der Grill angeschmissen. Bombe. Hab auch wieder gute Ideen. Jo. Hier war vorher mal ein Bordell drin. Auch nicht mehr. Das ist so verschwindend gering geworden, finde ich. Also bei uns auf jeden Fall. Gibt wohl noch hier und da mal eins, aber die Anzahl wie früher gibt es auch nicht mehr. Auch ein schönes Thema für den Motovlog, ne? Geil. Ja, Inspektion haben wir ja hinter uns, hatte ich euch ja im letzten Video erzählt. Dann haben wir erstmal wieder bis 6000 Kilometer Ruhe. Natürlich nächstes Jahr wieder Ölwechsel gemacht werden, aber dann machen wir auch. Und dann haben wir ein bisschen Ruhe. Ich bin gerade am Austüfteln, wo es hingehen soll. Ich möchte ja gerne nochmal so eine größere Tour machen, so 200, 300 Kilometer. Und vielleicht soll es da irgendwo in Richtung Harz gehen. Vielleicht auch ein bisschen in die Niederlande. Oder halt, ja, mal schauen, was es so gibt. Da bin ich noch am gucken, wo man da cool hinfahren kann, wo ich euch auch mal ein bisschen einen 2-3-Teiler machen kann. Das wäre ja sicherlich auch interessant für euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr aus dem Norden kommt, wo man da so hinfahren kann, wo man innerhalb von 2-3 Stunden dann auch ist. Ich will jetzt keine Deutschland-Tour machen Richtung München. Könnte man sicherlich auch irgendwann mal in Angriff nehmen, aber dann würden wir uns auch irgendwie ein anderes Bike leihen. Vielleicht die Pan America oder so. Ich will auch gerne noch mal Richtung Norwegen, Schweden. Heizgesetz wurde ja erstmal verschoben, der Beschluss. Die Sitzung war ja irgendwie nicht rechtmäßig, das noch so kurzfristig in der Sitzungswoche unterzubringen. Jetzt sind, glaube ich, Sommerpause. Und dann wird das sicherlich nach der Sommerpause auch beschlossen. Ist ja nicht mehr ganz so schlimm, wie anfangs gedacht. Haben schon viele Fassaden abgeändert und zum Wohle der Bürger ein bisschen geändert.
Von daher müssen wir mal gucken. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht genau durchgelesen, wie es soll. Aber müssen wir mal gucken, wie es dann wirklich ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das so dramatisch schlecht ist oder schlimm ist. Oder ob das gar nicht so schlimm ist. Also gut, wird es ja eh nicht für den Verbraucher. Aber da müssen wir mal schauen. Da mag ich jetzt keine Aussage treffen, inwieweit das gar nicht so schlimm ist. Das können wir dann später nochmal nachholen. Blauer Himmel hier in Ostfriesland. Das sieht man doch gerne. Wir können einmal beim großen Meer lang fahren, gucken, wie da so die Resonanz ist oder was da so los ist. Sicherlich auch wieder der ein oder andere Badegast jetzt, gerade bei den Temperaturen. Wochenende, Ferien haben wir gewonnen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass dort der Bär los sein wird. Aber lass uns mal überraschen. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Niedersachsen hat jetzt Ferien. Und viele Touris, Camper und so weiter sind ja hier gerne am großen Meer und verbringen da ihren Sommerurlaub, Winterurlaub, Herbst, Frühjahr. Ist auch wirklich schön hier in der Region. Ich sag ja immer, wir leben da, wo andere Urlaub machen. Aber ich finde den Tanz von der Maschine ja immer noch überraschend geil, ne? 122 PS, 125 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon herrlich. 1250 Kubik. Und Drehmoment ist nun mal richtig nicht zu ersetzen. Klar werden andere jetzt was anderes sagen, Leistung ist auch wichtig. Ja, das spielt ja alles immer zusammen, ne? Und das kommt ja auch auf den Zweck der Maschine an. Willst du nur so von unten rum gut wegkommen, dann ist ein Drehmoment natürlich wichtig. Willst du Leistung bringen auf Rennstrecke und dann ist es dir egal, dass du dann auch mal 12.000, 13.000 Touren fährst. Ja, dann ist natürlich hohe Leistung wichtig. Von daher, ich bin eher ein Chili-Vanilli-Typ, aber ich habe trotzdem auch gute Leistung mit 122 PS. Ja, und ich kann die Sportster wirklich nur empfehlen. Ist nach wie vor ein super tolles, geiles Bike. Wir müssen die Steuer noch fertig machen am Wochenende. Ah, schiebe ich auch hier mal so weit auf, ne? Aber jetzt, Quartal ist rum, Steuern müssen gemacht werden. Wollen wir mal gucken. Wo geht eigentlich noch? Ja, viel am Surfen, von den so Strandmuscheln, Zelte. Ja, schon mal los. Hat jetzt mit mehr gerechnet. Ja, Campingplatz, wie voll der ist. Letzte Woche ein bisschen Pferde geguckt. Ah, oh, da wirst du auch ja bekloppt bei, ne? Bei den ganzen Vollidioten. Oh ja, hier ist gut was los. Viele Tagestouristen. Camper stehen natürlich auch wieder viele, viele da. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Jo, ist Urlaubszeit. Die Kasse wird klingeln. Was ich auch richtig geil finde, habe ich diese Woche bei, war das bei Twitter oder bei Facebook? Auch bei Facebook gesehen. Ja. Sonneberg ist ja, hat ja jetzt so einen Landrat, AfD. Und der wurde ja auch von vielen gewählt. Ich glaube knapp über 50% hat er bekommen. Also die Hälfte der Wahlberechtigten, die zur Wahl gegangen sind, muss man ja auch immer sagen, haben AfD gewählt. Und feine Sahne Fischfilet sind dann nach Sonneberg gefahren und haben einfach ein Konzert gegeben. Ich glaube, 3 oder 4 Stück hintereinander. Mega geil. Und haben dann irgendwie sowas noch gesagt mit oder auch gepostet, wie noch ist nicht ganz Sonneberg im Arsch oder so. Genau richtig. Geile Aktion. Props gehen raus in Richtung feine Sahne Fischfilet. Richtig, richtig geil. Finde ich super. Ne, geile Aktion. Muss man echt sagen. So, das ist die Mühle. Da haben wir drin geheiratet. Vor 2 Jahren. Ja, ein schickes Ding, ne? Gehört auch zum Ortsbild dazu.
Einfach geiles Wetter. So, das sollte jetzt auch gewesen sein. Wir sind gleich beim Sportheim, müssen dann noch ein bisschen was machen. Ich wünsche euch ein schönes, angenehmes Wochenende. Hoffe, euch allen geht's gut. Bleibt gesund. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.